Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von diesem wunderschönen Spiel Dismantle. Beim letzten Mal haben wir diesen kompletten Teil hier abgecheckt. Hier den Rand auch und jetzt geht es hier zu diesem Teil. Ich habe letzte Folge gesagt, das dauert 2 Folgen, ist natürlich Unsinn. Wir werden es auf jeden Fall in dieser Folge locker hinkriegen. Lass uns aber erst einmal, da wir sicher... Ein paar, ja. Da wir sicherlich schon fertig sind, was... Okay, geht nicht. Was die angepflanzten Samen angeht, doch erst einmal zu unserem Samen gehen. Und schauen, ob die denn jetzt schon alle fertig sind. Damit ich gerne auch die Chili-Suppe machen kann. Mhm. Hier werden sicherlich uns noch ein paar Gegner begegnen. Ah, links zum Beispiel haben wir noch 2, 3, ganz viele. Oh. Ja, bin ich tatsächlich sogar falsch. Hier war nur die eine Quest, diese Gegner in einer bestimmten Zeit zu killen. Huah! Huah! Na verdammt. Huah! Huah! Verdammt. Alter! auf das Auto anzugreifen. So, okay. Zumindest diese Gegner gekillt. Yo, da geht's weiter. Da haben wir noch ein paar Gegner. Die uns damals natürlich immer wieder genervt haben. Huah. Aber die jetzt natürlich kein Problem mehr sind. Und zukünftig auch nicht mehr sein werden, weil sie weg sind. Gut. Da haben wir die eine Ernte. Okay, das sind viele. 10 Pflanzen gepflanzt und geerntet. Level 17. Haben wir die Samentasche dabei? Nee, ne? Straßenkämpfer, na, let's go. Getting Farmer in Green Finger haben wir. Ach, ich muss doch nicht ans Lagerfeuer ran. Egal. Wurfschrank gegen Monster ist nicht so gut. Horter finde ich jetzt auch nicht so sinnvoll. Wenn wir jetzt 500 XP einlagern und ein Fünftel davon zu kriegen. Nee, wir machen Kraftschub 4. Maximum Trefferpunkte dazu. Und wir können auf jeden Fall diese Kleidung herstellen. Ein Straßenkämpfer. Schaden abblocken plus 22,5%. Das ist echt viel. Okay, und was kann man noch machen? Baseball-Sammelkarte. Eine Sammelkarte mit dem Bild einer Sportlegende der Insellega. Rückstoßstärke plus 100. Mhm. Mhm, okay. Das ist sehr interessant auf jeden Fall. Ich habe derzeit dieses Ding hier. Gut, der würde 7,5% mehr Schutz, mehr ablocken. Und ein bisschen mehr Laufgeschwindigkeit. Okay, sehe ich jetzt tatsächlich noch nicht so als so wichtig, dass man es mitnehmen müsste. Und ich hätte natürlich auch nicht hier rangehen müssen, ist klar. Gut, was brauchen wir noch? Wenn wir jetzt... Fisch, Fleisch, Tomate, dann lass uns einfach noch ein bisschen, unter mir Karotten haben wir. Lass uns Möhren anpflanzen. Was haben wir noch ziemlich selten? Zwiebeln haben wir, glaube ich, ziemlich selten. Dann lass uns das benutzen. 2-mal. Wenn wir ein bisschen mehr da draus kriegen. Und noch einmal Weizen. Sehr schön. Ich kann das nämlich hier ändern. Ich muss das nämlich nicht an dem Dings machen. Am Lagerfeuer. Aber das vergesse ich halt immer wieder. Warum ist das gelockt? Aha. Ja, logisch. Ja, okay. Alles klar. Aha, interessant. Faszinierend. Die kann man nur... Ah, okay. Verstehe. Spannend. Das kann man auch nur am Lager ändern. Interessant. Überall, wo ein Schloss ist, kann man das nur am Lager ändern. Sehr interessant. Was haben wir denn da drin? Huah. Niemanden mehr. Wie viele Gene hier aber noch sind. Okay, wir können kochen. Wir haben allerdings noch keinen... Nein, da kann ich auch nicht kochen. Dann müssen wir uns jetzt ein Hütchen suchen. Wo wir kochen können. Ah, verdammt, das ist eine Zeitschlusskiste. Da komme ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr ran, ne? Dann lass uns den Weg frei machen.
Da ist was Rotes. Was ist denn da Rotes? Ah ja, der Mörser wieder, alles klar. Nicht der Mörser. Ah Gott, habe ich mich erschrocken! Kannst du nicht machen! Jesus, habe ich mich erschrocken. Eieieiei. Achso, die Zeitschriftskiste ist da oben, alles klar. Tja, wie kommt man da ran, wa? Hallöchen. Oh, komm doch her, ich bin doch dein Freund. Wir wollen doch das gleiche überleben. Wir haben doch die gleichen Interessen. Ja, eine Verbesserung wäre noch cool. Dann hat sich das nämlich erledigt. Dann kann ich sie one-hitten. Hier haben wir den Baum übrigens, den wir abhacken können. Na, das sind diese Trans, wo ich denke, die können sich bewegen. Okay, der nicht. Wie viele Lebenspunkte wir einfach haben. Einfach so ein fetter HP-Balken. Hier ist noch einer. So, wir können sowohl die Ofenkartoffel als auch den Hamburger machen, wenn wir dann endlich mal den Kochtopf plus 1 kriegen würden. Okay, dann lassen wir das mit dem Zeitding. Wir brauchen also jetzt noch ein bisschen Eisen. Dann lass uns jetzt diesen neuen Bereich dort abchecken gehen. Ja. Würde ich sagen, gehen wir erst wieder am Rand entlang. Ich finde den Rand immer sehr schön. Wobei wir den Rand ja sehen, wo hier ein Ende sein könnte. Oder wo hier das Ende ist. Ich weiß nicht, ob es irgendwann so eine Meldung gibt. Yo, alle Angestellten sind refreshed oder so. Bin ich mal gespannt. Aber bisher noch nicht gesehen, dass ich irgendwas refreshed hätte diesbezüglich. Aber das wird schon noch. Wir haben so viele geangelt. Also davon wusste ich auf jeden Fall nicht erfahrungsreich. Vor 3 Minuten abgeschlossen. Okay. Ach, guck mal, das ist immer noch der Bereich gewesen. Lol. Gut. Dann gehen wir jetzt zu dem hier. Wo natürlich mir irgendwie ein riesiger Felsen im Weg steht. Die kann bestimmt nochmal später alles kaputt machen. Weiß gar nicht. Kann man das? Guck mal gleich mal. Ob wir sie zerstören könnten? Nee, ne? Die nicht. Nee. Wäre ein bisschen weird, oder? 60er Schaden bräuchte ich dafür. Und ich hänge schon wieder irgendwelchen Bäumen fest. Okay, das war ein bisschen lustig. Ein bisschen lustig sah das schon aus. Einfach von der Seite weggeschnetzelt. Gut. Okay, an dem Baum, an dem könnte man vorbei. Wenn man das kaputt machen könnte mit der Stärke. Da war noch ein braunen Pilz, den ich damals irgendwann mal abgeerntet habe, aber nicht mitgenommen habe. Huah! Wir bräuchten auf jeden Fall gleich noch ein Lagerfeuer in dem Ding, weil ich habe keinen Bock zurückzulatschen. Und hier muss... Sehen wir hier irgendwo eine Art von Lagerfeuer? Wahrscheinlich, ich glaube, das kann man nicht erkennen, dass ich letztes Mal... Hier könnte eins sein, wa? Das hat man ja letztes Mal schon versucht herauszufinden. Und sind zum Erschluss gekommen. Südkranzfeld. Dass kein Lagerfeuer-Dings existiert. So, wir haben jetzt also ein neues Riesenareal, was wir jetzt abernten sollen. Und ich habe schon keinen Platz mehr. Nee, das kann ich nicht. Das kann ich nicht ertragen, keinen Platz zu haben. Lass uns an der Straße langlaufen. Dann noch nebenbei die Jasons mitkillen. Sehr schön. Noch ein Ei mitnehmen. 2 sogar. Gehen wir die Straße ganz entspannt ab und gucken, ob uns hier noch ein paar Gegner begegnen. Klingt komisch. Der ist schon erledigt, ne? Oh ne, guck mal hier. Können wir erledigen. Ungewöhnlich. 12, natürlich nehme ich 12 Eisen mit. What the fuck? Okay, wir haben 12 Eisen. Ah.
Nee, leg das mal lieber ab. Perfekt natürlich für hier. Können wir nämlich den... Doch, den hätte ich... Alter. Hätte ich, glaube ich, auch nichts machen können, oder? So, dann lass uns den Kochtopf verbessern. Die Lupe kann ich auch verbessern. Stahl brauche ich jetzt dafür, alles klar. So, das mach weg. 10 Elektronikschrott. Suche wenigstens plus 25. Doppelte Chance mal sammeln. Okay, let's go. Machen wir das ja noch. Machen wir das auch weg. Dann haben wir erstmal nichts mehr, was wir hier verfolgen wollten. Und können jetzt. Hier ist noch eine Bank. Nee, doch nicht. Das war keine Bank. Können jetzt entspannt das kochen, wenn wir denn dort ein Kochfeld finden. Das werden wir definitiv dort finden, mehrfach. Und dann können wir die restlichen 3 Rezepte kochen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Südkranzfeld. So, ein Wunderzahl. 265. Okay. Haltet euch fern, die Stadt ist verloren. Okay, das will ich nicht kaputt machen, das sieht schön aus. Ah, das ist Lagerfeuer, super. Ah, hätte ich gar nicht so weit weglaufen müssen, ich Depp. Egal. Wir werden es auf jeden Fall brauchen, das ist wichtig. Wo war ich hier eigentlich gewesen? Hier bei dem Haus war ich, glaube ich, noch. Müssen wir auch gleich nochmal abchecken. Und es wird gelootet, meine Freunde. Guck mal, ich kann, nee, ich kann nicht kochen. Hier ist leider kein Kochfeld. Sehr ärgerlich eigentlich. Aber ich würde jetzt ganz gerne kochen. Aber sie lassen mich nicht. So, der Rest ist egal, wa? Plastik nehmen wir noch mit. Das Auto checken wir ab. Ich würde tatsächlich ganz kurz gerne mal da hinten hingehen. Zu dem Haus, wo wir zuerst gewesen sind. 50.000 Meter gereist. War das das hier? Ja, ne? Ja. Cool, wir haben 5.000 XP dazu bekommen. Sehr schön. Das freut mich natürlich. Reifen mit. Wobei wir viel von diesen normalen Ressourcen eigentlich gar nicht mehr brauchen, aber ich nehme es trotzdem gerne mit. Ich lasse ungern etwas liegen. Hier haben wir eine Barrikade. Und da haben wir... Okay, das gehört alles noch dazu. Da haben wir... Ich glaube, hier geht es auch noch lang, war? Könnte das sein? Ah, das ist ja... Okay, das gehört ja noch dazu. Das ist ja riesig. Ich revidiere, wir brauchen doch so lange. Uiuiui. Aber cool, die haben so eine schöne Barrikade gebaut. Da kommst du nicht wirklich lang, ne? Oh, Hallöchen. Kommst du nicht rein. Da musst du wirklich über das Hauptding kommen. Ungerne möchte ich jetzt hier rüber, muss ich gestehen. Ich würde die kleine Insel vielleicht abchecken. Alles danach hingegen würde ich aber erst danach machen wollen, später. Oh, nehmen wir hier alles mit. Natürlich. Natürlich. Keine Plätze mehr im Winter. Ach, guck mal, geht sowieso nicht. Ach, sehr gut. Mensch, das ist ja ein Näschen habe ich dafür, dass ich hier nicht weiterkomme. Super. Verdammt, da geht es auch noch lang mit Fischen natürlich. Doch. Ja, wir müssen kurz zurück, glaube ich. Noch die Perlen kann ich gleich nicht mehr mitnehmen. Auch die Gewürze kann ich nicht mitnehmen. Das geht natürlich nicht. Die brauche ich natürlich. Wichtig. So, hier haben wir noch Pilze. Können wir auch nicht mitnehmen. Schön.
Okay, schön. Dann muss ich zum Lagerfeuer. Ich brauche unbedingt eine Kochstelle. Damit diese drei verfolgten Dinge oben rechts endlich verschwinden. So. Nehmen wir alles mit, was hier noch rumlag. Und dann gehen wir gleich noch ein bisschen angeln. Und dann machen wir weiter. So, holen wir uns hier kurz unsere Pilze ab. Ding, 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 ding. Hier, glaube ich, waren irgendwo noch Eier. Blätter. Ach gut, da ist ein Ei. Und angeln. Ich erfreue mich bereits besser gesund. Ja, ist okay, weil ich rechte Maustaste gedrückt habe. Wollte ich natürlich nicht. Na, kommt hier noch ein Fisch an oder war es das? Das war's. Die haben wir komplett leer geangelt. Alles erledigt. Da haben wir noch einen Pilz. Stell dir vor, man würde das alles abgrasen. Jeden einzelnen Stein, jedes einzelne Faserding, jeden einzelnen Baum. Ich glaube, da brauchst du Jahre für, oder? Ich glaube, das werden wir nicht hinkriegen. Im Koop wäre es ganz cool. Wie gesagt, man könnte sich darauf konzentrieren, alles abzuernten. Hier auch dieses alles, was hier einfach im Weg ist. Das ist so nervig teilweise, gerade wenn man fliehen möchte oder so. Einfach alles auseinander zu rasieren. Das wäre schon cool. Gut, dann lass uns da drüben gleich hingehen, da wo ein Schloss ist. Den ich mit einem Dietrich öffnen kann. Da ist ein Kochfeld, nice. Das ist das, wo ich hin wollte. Hamburger. 4 Salat. 5 Fleisch. 4 Getreide. Kochen und essen. Let's go. Ein dickes Hackfleischpatty zwischen zwei frisch gebackenen Brötchenhälften. Wahrlich ein moderner Klassiker. Oh, Chilisuppe. 7 mal davon. Plus 6 davon. Schaden Hinterrücks plus 25%. Eine Tomatensuppe mit scharfen Gewürzen, dieses angenehme Brennen erzeugen. Und die Ofenkartoffeln nochmal 3 Eier. 5 Fische. Und 7 Kartoffeln. Maximum Trefferpunkte plus 5. Kartoffeln aus dem Backofen schmecken hier also, ja, so schon herrlich, aber mit einer Fischsoße werden sie zur Delikatesse. Na, alles schon einmal gemacht. Ding! 10% HP dazu. 10%, 10 HP. Und das ist richtig viel, finde ich. So, was haben wir denn jetzt? Ein schönes Rezept, worauf wir uns jetzt freuen könnten. Wollen wir die Machete verbessern? Rucksack? Oder brauche ich jetzt Stahl? Das sind halt so Dinge. Ja, die sind zu teuer. Schauen wir doch mal. 8 Stahl, 5 Elektronikteile, Brecheisen braucht man nicht. Machete brauchen wir. Okay. Lass uns das angucken. Angeln? Kann man die noch verbessern? Nee. Verbände brauchen wir nicht. Das schauen wir mal. Nee. Bin ich tatsächlich nicht so ein Fan von, muss ich sagen. Das ist mir jetzt nicht so wichtig. Die haben wir schon erledigt. Den Stahl ist es. Boah, brauchen wir ewig für. Chance ausweichen braucht man nicht, aber ich glaube, mehr haben wir sonst nicht. Können wir das vielleicht noch machen? Brauchen wir jetzt 23 Eisen. Weil ich fände es schon ganz schön, wenn wir an unserem eigenen Platz kochen könnten. Und nicht immer irgendwo was suchen müssten, ne? Das wäre schon sehr cool. Ja, Elektronen muss wieder nachfarmen, nachdem wir die Lupe gebastelt haben. Hat uns das ziemlich viel Schrott gekostet. Elektronikschrott. Den möchten wir dann gerne wieder nachfarmen. So, wo möchte ich lang? Oh, da eigentlich nicht. Wir bleiben mal hier in der Stadt.
25% Schaden hinterrücks, ne? Schon geil. Was haben wir da? Oh, schon wieder voll. Gewürze habe ich nicht. Wir brauchen mehr Platz im Inventar. Und wir nehmen einfach diese ganzen weißen Dinger nicht mit, aber ich mag gerne alles mitnehmen. Deswegen. Ich glaube, wir werden einfach alles behalten. Und immer alles schön fleißig mitnehmen. So, ich komme tatsächlich. Da hinten hätte ich langlaufen können. Egal, lass die Barrikade sprengen. Das brauchen wir jetzt nicht. Oh, da unten ist ein Dicker. Mhm. Oh, kann ich die Sandsäcke jetzt kaputt machen? Mit 40 Damage. Was bringt mir das? Die Stoffe. Da ist er schon. Okay. Okay, der letzte hat mich leider gehittet. Schade drum. Das wäre sonst ein echt geiler Kampf gewesen, wo ich einfach kaum HP verloren hätte. Na gut, das ist okay. So stark sind die Gegner nicht, dass sie mir viele Lebenspunkte abziehen könnten. Hallöchen! Ding. So, hier haben wir was Schönes. Nichts. Blub. So, komm, brauchen wir nichts. Aus dem Haus brauchen wir sonst auch nichts mehr. Schauen wir mal, was es hier so gibt. Nichts. Ah, die Küchen sind mal so schön. Mal so richtig viel, richtig schöner, vieler Loot. Nimm mal das Bett noch mit. Aber Klimaanlagen. Ich hier bedauerlicherweise keine. Sehr schade. Das Holz ist wieder voll, okay. Dann lass uns das kurz abgeben. Ich würde gerne da hinten mal langlaufen. Ne, falsche Seite. Hier wollte ich lang. Mhm. Blockiert. Okay, dann schauen wir mal, wie wir da reinkommen. Eine kleine Cutscene. Die bösartigen Zwillinge. Das sind aber Nahkämpfer. Problem ist natürlich, ich habe kein Leben, ne? Das ist natürlich ungeil. Doppelter Ärger. Okay, sie kommen nicht auf mich zu. Dann lass uns ans Lager fahren und lass uns die schlachten. Let's go. Durchdrehen könnte ich mitnehmen, kann ich das mal nachmachen. 5 Eisen kostet das. Das sind Wurfwaffen. Ich bin jetzt tatsächlich nicht so ein Fan von Wurfwaffen, muss ich gestehen. Reizt mich jetzt nicht so sehr. Okay, gegen 2 gleichzeitig ist halt fies, ne? Kann ich einen anlocken? Okay, das ist einfach ein schlechter Jason, ehrlich gesagt. Ist ja ein Witz, ernsthaft? Ich krieg einen blauen Augapfel dafür. Dass wir den für die tödliche Frequenz brauchen.
Das ist ja ein Joke. Okay, also das heißt, ich kann jetzt jeden Funkturm easy einfach gleich mit dem Ding ausstatten. Sehr cool. Freut mich natürlich, ja, warum nicht? Nehme ich mit. Das waren die Bossgegner dieses Teils gewesen. Oh, guck mal, da ist ein... Ach Mann, ist doch schade, dass ich das immer nicht mit dem kaputt machen kann. Ist viel lustiger, wenn es so funktioniert. Bam! Leider nicht genug Schaden. Bedauerlich. Aber ich komme wenigstens von hinten jetzt rein. Ja, ist doch schön. Haben wir zwei legendäre Augapfel bekommen? Ist doch wunderbar. Nehme ich mit. Hier mal ordentlich ein Smoothie-Kochrezept. Gegner sich weiter geschrumpft um 5%. Ist doch schön. Dann machen wir den auch gleich, sobald wir ein Dings finden. Ein Kochrezept. We will have the situation under control in no time. This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. Mhm. Coolio, ein neues Rezept. Freut mich natürlich. Mag ich. So, darf ich bitte diese Tür mit einem Baseballschläger kaputt machen? Mit dem Brecheisen meinetwegen. Blub. Gut. Schön, schön. Das Lagerfeuer war hier hinten, ne? Ja. Cool. Das freut mich natürlich, weil ich dann einfach jedes Mal immer wieder die ganzen Dinger damit ausstatten kann. Und nie wieder ein Zombie auch nur wiederkommt. Ich weiß echt nicht, wo ich langlaufen soll. Ah, genau, hier wurde ich lang. Alles gut. Das ist da, wo ich hin wollte. Blockiert. Ach, immer noch. Ja, stimmt. Da wollte ich doch rein. Jetzt bin ich dann da rein. Ja, okay. Aua. Okay, cool. Aber können wir kochen. Da können wir unseren Smoothie machen. 8-mal Beere. Und 6 Eier. Und die Gegner sich weiter geschrumpft um 5%. Ein eiskalter Smoothie mit Beerentopping frischt nicht nur die Lebensgeister auf. Lecker. Sehr schön. Mittlerweile ist es, ja. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll, dass wir mittlerweile so strong sind. Am Anfang hat es mich tatsächlich deutlich mehr gegruselt, das Game. Jetzt ist es einfach nur noch, ja, geil rumschlitzen und alle Sachen mitnehmen. Alles, was geht. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Auf jeden Fall macht es ultra Laune. Das ist natürlich das Wichtigste immer, ist logisch. Aber Grusel wäre natürlich auch schön, oder? Aber ist halt, nachdem man gutes Equipment hat, in der Regel immer nicht so, ne? Das war's dann meistens mit dem Grusel, sobald man sich gut verteidigen kann. Das ist ja auch das Gefährliche bei dem Spiel Outlast so. Okay, da ist noch irgendwas. Weil man einfach keine Waffe hat, um sich zu verteidigen, ist es halt so gruselig. Man kann halt den Gegner nicht bekämpfen. So, da waren wir schon. Nee, da ist noch was offen. Mhm, wir können theoretisch einen Topfhalter machen. Aber die Machete zu verbessern ist mir erstmal wichtiger tatsächlich. Oh man, echt großes Haus, ne? Das gefällt mir. Das habe ich gemocht. Vor allem drei Küchen in dem Haus, Alter. Seid ihr Bonzen. Wahnsinn. Eisen können wir noch mitnehmen. Ja, können wir noch. Easy. Tomaten allerdings nicht mehr. Wir haben mal die Stofffetzer weg. So, dann wieder raus ans Lagerfeuer. Alle Sachen wieder abgeben. Aber so macht es natürlich deutlich mehr Laune, wenn man einfach, naja, sich nicht so Angst wegmuseln muss. Und einfach, ne, ein bisschen mehr Mut haben kann, jetzt ein bisschen mehr Leben. Vielleicht habe ich auch am Anfang einfach zu wenig Leben geskillt. Das kann natürlich auch sein. Dass einfach mein Leben zu gering war. Und ich deshalb Probleme hatte.
Das ist möglich. Genau, ich wollte zu der Brücke. Das war das. Ja, genau. Das hatte ich jetzt vorgehabt, hier hinzugehen, um zu schauen, was wir hier machen können. Wahrscheinlich einfach nichts, ne? Brücke abgerissen. Nur nach Nordkranz wird über den Brückenkontrollpunkt Nu. Wird hier oben irgendwo sein. Interessant. Ja, schön. Gut, gut, dass wir da nicht lang können. Dann werden wir jetzt da hinten langlaufen. Ja, ich hätte auch da oben langlaufen können. Aber ich dachte mir, ich wollte hier. Ach, verdammt, geht nicht mehr. Verdammt. Okay, komme ich hier überhaupt lang? Hier ist ein Haus. Ich könnte die Tür halt kaputt machen. Bringt mir aber auch nicht viel, weil ich da nicht vorbeikomme. Wie komme ich da vorbei? Suchen. Wieder Metall mitnehmen. Dass wir gleich die Machete auf 3 kriegen können. Da ist nichts Interessantes. Da noch ein Eisen. 3 Eisen brauchen wir noch. Dann haben wir unsere Machete. Unsere verbesserte. Alter, wie die Schränke tatsächlich verbarrikadiert haben, ja. Heieiei. Krasse Sache. Jeder einzelne Schrank hat alles davor gestellt, damit man hier ja nicht reinkommt. Krasse Sache. Ja, falls ihr sonst irgendwie Tipps fürs Game habt, natürlich, ne? Haut ruhig raus. Meistens bin ich natürlich schon ein kleines bisschen weiter, aber vielleicht gibt es ja tatsächlich Dinge, die ich noch nicht gesehen habe. Dann dürft ihr mir die gerne mitteilen. Und dann schaue ich die beim nächsten Mal dann an. Hier war sonst nichts mehr. Nö. Kochplatten, Kochplatten, Kochplatten. Ich glaube tatsächlich, ich habe dieses ganze Ding erledigt. Nice. Sehr schön. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, wir sind nämlich auch am Partende angekommen. Dass wir an dieser Stelle eine kleine Pause machen. Und sagen wir beim nächsten Mal wiedersehen bei Dismantle. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.